Ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok bei mir. Bosse, da bin ich. Was sich jetzt erwartet, ist unser Assoziationsspielchen. Ah, da bin ich ein richtiger Loser. Richtiger Loser? Ja. Bin ich mal gespannt. Du kriegst jetzt Begriffe und da kennst du ja so ein, zwei Satz, spontane Reaktion dazu. Ich feuer ab. Glück. Oh, Glück ist ja sehr wünschenswert. Also das Glück äußert sich bei mir im Alltag komischerweise wirklich so, dass ich, wie glaube ich auch damals schon mein Opa, der sich auch immer an so kleinen Dingen erfreut hat, dass es bei mir morgen schon so losgeht, dass ich mich wirklich an kleinen Dingen erfreue. Also nur mal so als Beispiel, ich habe so einen kleinen Garten, da habe ich so Tomaten. Dann stehe ich morgens auf, dann gehe ich erstmal zu den Tomaten gucken. Und wenn da nur eine so ein bisschen rausgekommen ist, heute Morgen war das zum Beispiel so, dann ist das für mich wirklich Glück schon, dass so eine Tomate wächst. Und sonst ist Glück ja so eine wirklich vielfältige Sache. Es ist, ich merke nur immer wieder, dass ich mich vor allen Dingen in so einem grundentspannten Zustand befinden muss, um das Glück auch so ein bisschen anzuziehen. Also so ist das bei mir. Also ich glaube, immer wenn ich so ein Gefühl hatte, ich habe ganz gut was geschafft, ich bin vielleicht ein bisschen müde, dann habe ich irgendwie immer tolle Leute kennengelernt und dann habe ich auch immer die Leute kennengelernt, die ich vielleicht schon immer kennenlernen wollte. Okay. Nächster Begriff wäre Krise. Krise, ja. Krise gehört zum Leben dazu wie das Glück und wie die Liebe. Und meistens hat die Krise was damit zu tun, wenn Glück und Liebe abhandengekommen sind oder wenn die nicht so richtig greifbar sind. Also wünschenswert sind ja immer so kleine Krisen, die auch irgendwie was mit einem selber zu tun haben, die man deshalb dann lösen kann. Große Krisen wie Trauer, weil vielleicht jemand gestorben ist oder so, das sind dann nochmal andere Kaliber. Und auch da gibt es aber Wege, damit umzugehen. Weinen? Weinen ist... Ich weine eigentlich immer eher so aus... Ich weine auf jeden Fall ganz, ganz oft so eher so aus Glück. Also das ist dann aber auch nicht so, als würde ich hier zusammenbrechen und heulen, sondern das sind dann... Also das letzte Mal habe ich, glaube ich, zum Beispiel geweint, als meine Tochter ihren ersten Ollie auf dem Skateboard gemacht hat und eben nicht aufs Gesicht gefallen ist. Da habe ich eine kleine Träne verweint, weil mich das stolz gemacht hat, ne? Und weil ich das gut fand, dass das jetzt ein cooles Mädchen ist und der sowieso alle Zähne fehlen. Und dann kann man auch mal hinfallen. Okay. Liebeskummer? Liebeskummer. Liebeskummer ist... ist eine schreckliche Sache, aber irgendwie auch eine gute Sache, weil ich habe das immer so empfunden und ich hatte sehr oft in meinem Leben Liebeskummer, meistens weil ich gar nicht, weil ich jetzt verlassen wurde oder weil, sondern weil das für mich so unerreichbar war. Also jemanden zu finden, den ich mag und der mich mag und mit dem man sich das so vorstellen kann. Und diesen Kummer hatte ich die ganze Zeit immer. Und ich fand es aber auf der anderen Seite eben auch ganz positiv, auch wenn da jetzt manche Leute kotzen, wenn man das so sagt, weil man sich auf eine Art und Weise anders kennenlernt und aber auch fühlt. Und das ist manchmal toller, als nur so stumpf zu sein. Nächstes ist unser kleiner Verein hier, Freunde fürs Leben. Freunde fürs Leben, finde ich, ist eine tolle Sache, denn ich glaube, wenn es um Probleme geht, in jeglicher Form, aber auch gerade was den Teil Depression, Suizid und Hilfe angeht, geht es vor allen Dingen um Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den man pushen muss, weil eine Depression ist natürlich kein Beinbruch, den man so sieht. Und dann geht man zum Arzt und es wird heile gemacht. Und super, und jeder, den ich kenne, hat sich eigentlich auch schon mal ein Bein gebrochen. Und die meisten Leute, die ich kenne, haben auf irgendeine Art und Weise aber auch eine Depression. Das bedeutet im Rückschluss, dass man mit sowas eben nicht alleine ist. Zeit? Ja, Zeit. Also Zeit, über Zeit, da musste ich viel nachdenken, weil ich auf jeden Fall so zwei, drei Jahre in meinem Leben hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit mehr für mich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es zerreißt mich, weil ich einfach so viele Sachen will,
die anstrengend sind und ich sie deshalb machen möchte. Dass ich sonst natürlich aber auch Familienvater bin und so viel reise und so viel unterwegs bin, dass ich immer so das Gefühl hatte, Mann, ich konnte jetzt ein Jahr lang noch nicht mehr ein Buch lesen, weil ich abends umfall und weil ich tagsüber, allein wenn ich das Buch anfasse, eigentlich schon wieder telefonieren muss. Und dann habe ich irgendwie einen Schnitt gemacht und habe ein paar Sachen verändert und habe oft Nein gesagt und habe viele Interviews abgesagt und auch viele Konzerte und finde mittlerweile Zeit als so mein wichtigstes Gut, neben Liebe und Glück. Mhm. Schönster Moment meines Lebens? Schönster Moment meines Lebens? Na, heute. Nice. Ja, die beste Antwort. Soll ich nochmal antworten? Ja, nee, du kannst lassen. Alkohol? Ich bin mit dem Thema Alkohol irgendwie durch. Das liegt aber auch daran, weil ich das eben auch so genossen habe. Mein ganzes Leben lang, eigentlich auch schon von, ich komme vom Dorf, da wächst man eigentlich so auf, dass man in der Freiwilligen Feuerwehr mit 5 eigentlich schon das erste Bier stemmt. Und dann habe ich das eigentlich immer so gemacht. Mittlerweile trinke ich gar nicht mehr. Liegt jetzt aber auch nicht daran, weil ich damit Probleme hatte, sondern einfach, weil ich es einfach gar nicht mehr so mag. Und wenn ich trinke, dann trinke ich eben richtig. Aber ich trinke zum Beispiel auf Touren bin ich komplett abstinent, weil es mir auch so auf die Stimme geht. Dafür trinke ich dann aber, wenn ich mein letztes Konzert spiele, trinke ich dann eben das alles wieder rein, was ich vorher nicht getrunken habe. Also ich bin eher so ein Partytrinker, kann man sagen. Für die jungen Leute so ein Partytrinker. Okay, einen machen wir noch. Was nehmen wir denn? Rettungsring. Rettungsring. Also Rettungsring sind ja erstmal die Dinger, die man über der Hüfte kriegt, wenn man ein bisschen älter wird. Zweitens natürlich wahrscheinlich die, weil ich eben glaube, dass Rettung auch immer über Kommunikation geht. Die Leute, die dir genau in der Situation helfen, in der es dir nicht gut geht. Und da sollte jeder so 2, 3 Leute haben im Leben, auf die man sich da verlassen kann und die einen raffen. Und was mir so auffällt, das ist übrigens auch in Interviews so, dass man manchmal Leuten gerne was erzählt, manchmal nicht. Die erzähle ich zum Beispiel super gerne was. Deswegen machst du es auch schon jetzt 20 Jahre oder was. Und das geht, glaube ich, Leuten so. Und manchmal erzählt man, und so ist es, glaube ich, auch in Freundschaften. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, denen ich eben nicht alles erzählen kann und die mich dann auch nicht retten können, weil die haben gar keine Chance dazu. Die 3, 4, die ich aber schon so lange so gerne mag, die können mich auch sofort retten. Man muss es auch selber zulassen, das meine ich damit.